Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen beim diesjährigen NBA 2K17, 2K17. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, dieses Spiel zu spielen, obwohl es schon seit Ende September draußen ist. Und wir werden uns den My Career Modus, also den Meine Karriere Modus mal angucken, wo man seinen eigenen Spieler spielt, ein bisschen zu vergleichen mit The Journey da von FIFA, wobei das hier schon früher drin war. Das Menü finde ich dieses Mal ein bisschen spartanisch, ehrlich gesagt. Aber die Funktionen sind immer noch cool. NBA 2K ist immer noch eins der besten Sportspiele, genau wie letztes Jahr. Ich suchte das am Anfang immer relativ hart und danach, wenn das nächste rauskommt, so wie jetzt, muss ich mich wieder in die Steuerung reingewöhnen. Also ich habe den normalen Modus ein bisschen gezockt, um zu gucken, ob sich was umgestellt hat. Also ich habe ein normales Spiel gemacht. Deswegen habe ich auch schon irgendwie Münzen. Ich keine Ahnung, wie das da zustande kommt ansonsten. Ja, vom Umfang ist es echt geil. 2K-TV ist wieder dabei. Das wird auch beim Laden benutzt. Das finde ich eine richtig geile Sache. Und wenn man dann lädt, dann hat man wie so ein kleines Quiz auch dabei. Finde ich mega cool gemacht, Ladezeiten so zu überbrücken. Die waren nämlich tatsächlich in Teil 16 so Sachen, die mich extrem angenervt haben. So, wir fangen mit dem My-Career-Mode an. Ach, guck mal an. Also, wir dürfen jetzt unseren Spieler einstellen, welche Position er hat. Letztes Mal habe ich einen Point Guard genommen. Ich glaube, das werde ich auch wieder machen. Point Guard ist so ein bisschen für die Leute, die keine Ahnung von Basketball haben, beziehungsweise so ein bisschen Ahnung, so wie ich. Gebt euch dieses Spiel. Also, es gibt es für PC, Xbox One, PlayStation 4. Ich glaube, es gibt auch eine Demo. Ich spiele auf der PS4. Und es macht echt Spaß. Man muss sich da halt ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man es einmal ein bisschen raus hat, macht das echt Bock. Point Guard ist so ein bisschen der Spielmacher. Spiele ich ganz gerne. Man kann natürlich auch einen Center nehmen, also diesen riesen Schrank, der unterm Korb steht. Point Guard ist, wie gesagt, der Spielmacher, ist nicht allzu groß. Da steht auch, das finde ich richtig geil, da steht auch, wer zum Beispiel Point Guard ist. Also Kyrie Irving, Stephen Curry, Dwayne Wade ist jetzt hier, ne, bei den Bulls. Denn Derrick Rose ist ja zu New York gegangen. Aber egal, das können wir alles gleich bereden. Wir fangen einfach mal an. Ach du Schande. Jetzt kann man so ein bisschen, okay, festlegen, so ein bisschen den Spielstil. Agil muss man auf jeden Fall sein. Dunks eigentlich nicht unbedingt, weil man ja nicht angeblich nicht so groß ist. Also immer noch 20 cm größer als ich. Aber Dunks sind eigentlich schon geil. Ich habe keine Ahnung. Scharfschütze. Ja, 3-Punkte-Würfe sind natürlich eigentlich auch nicht schlecht. Wir können ja erstmal in Scharfschützen. Aber Spielmacher ist halt passen. Aber komm, wir nehmen mal den Spielmacher. Passgeber, da unten sieht man auch die fähigen Plaketten-Passgeber. Ankle Breaker ist, andere Spieler auszutanzen, dass die dann sozusagen stolpern und man die ausspielt. Ach komm, wir nehmen einfach mal den. Jetzt können wir die Größe festlegen. Auch das ist ja süß. Soll ich mal meine originale Größe nehmen? Dann wären wir ungefähr so da. Ja. Es gab tatsächlich aber auch große, hier Dingens. Wer war das denn? Der war doch groß. War Magic Johnson nicht auch Point Guard? Der war doch größer als 2 Meter. Er leitet halt die Schnelligkeit runter. Aber wir machen mal 1,99, ja, um nicht zu übertreiben. Meine Spannweite, auch wie groß meine Arme sind. Ach krass, das kann man auch festlegen. Ich glaube, das ging letztes Jahr gar nicht. Das heißt, wir könnten. Ah ne, schade, weniger geht nicht. Das heißt, wir könnten ansonsten so einen mega kleinen Spieler machen. Nee, 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 also, fuck, was war denn jetzt der Standard? Aber wir nehmen mal 2,3 Meter. Kommt das hin? Ah, ich kann meinen Arm momentan nicht strecken, es tut ein bisschen weh. Ja, Gewicht lassen wir einfach mal bei 100 Kilo. Wähle deine Schulterbreite. Alter Finne, ey. Was können wir denn da machen? 55 Zentimeter. Okay, 3 Zentimeter weiter. Oder 3 Zentimeter weiter runter. Krass. Ja. Bevorzugte Hand. Oh, Wurf hat links. Es gibt eine Menge Leute, die mit links werfen, aber ich nicht. Ich werfe mit rechts. Obwohl ich Linksfüßler bin im Fußball. Meine Nummer, ja, hier, die steht doch schon hier drauf.
Die Nummer ist quasi vorgegeben, würde ich sagen. Die nehmen wir auch. Also eigentlich darf man die ja gar nicht nehmen, aber. Mit diesen Einstellungen starten. Ja, möchte ich. Gucken wir mal, was der My Career Modus zu bieten hat. Ach so, ja, cool. No, it's my pleasure, man. I'm excited. Looking forward to seeing what kind of careers they're gonna have. I'm really glad you said that, because you laid out a pretty perfect foundation, man. The blueprint was pretty flawless. Thank you, sir. Mach das in die Zwischensequenz mal aus. I said you're in career mode, the entire career. That's good and bad. Ups and downs, come on, man. Unbelievable. What part of the game are you going to miss the most? I mean, we saw everything. Yeah, all of it, honestly. The good, the bad, the wins, the losses. It's a lot like boxing, man. It's really about the opponent within yourself. It's the most important, right? You win that battle, then you win the rest of it. It's a game within the game. My man. All right. Well, welcome to... What are you talking about doing? I got you right here. Can you do the honors? Okay. Yeah. Welcome to NBA 2K17's What's My Career nice? Mode. Enjoy. See, that was great. Right? Yeah. Good. I felt it. I mean, I felt like you meant it. I felt it too. Okay. I felt it too. You better not have a better career than mine. What happens if they do? I'm about to lace these things back up. You're right back in it. I'm going to have to. I'm going to have to. Yo. Oh, get off it. Ach ja, Opa Kobe, der Spieler, der niemals abgibt. Ja, natürlich! Moment, Michael B. Jordan, ist das der Sohn? Nee. Hä? Ist der Michael B. Jordan? Yo, Coach Falls, check out my highlight reel. Okay. Geiler Start. Muss man einfach sagen. Nice gemacht. Also das ist halt die große Stärke von diesen NBA-Spielen, ist die Präsentation, das Ganze drumherum. Es ist seit Jahren einfach mega cool gemacht. Ja, genau so werde ich spielen. Hoffentlich. Ja. High School All-American. Ja, mal gucken, man hat jetzt über eine Million Views. Ach so, easy. Not bad, right? Oh, I know I didn't teach you that. Oh, you definitely didn't teach me that. No, I learned that in AAU and summer ball. Oh, come on. There's no fundamentals. It's all flash and sparkles. And you know what? Sparkles? These kids, yeah, sparkles. I'm surprised you didn't have the Globetrotters anthem theme song playing on that thing. You know, these kids, they come to me every year wanting to be you, and I have to start all over again from scratch. Next time you make a highlight video, do me a favor and yourself and put it on there with chest passes and mid-range jump shots. Okay, look, those moves were just for the highlight reel. You know, at the end of the day, I'm a student of the game. Yeah, you're a student of me. I'll put the ball in your hands. Hey, you think if I tell EJ and Kenny that you're my favorite player, they'll think that's funny? Hey, you know what? I ain't gonna put nothing past those guys. They might. And all I gotta do is just make a highlight reel from old VHS copies of my old games to substantiate your claim. Oh, old VHS copy, huh? You might get like, 12 views from that. Like every player on your team might watch that. That's a pretty good number. I'll get a baker's dozen, because you better watch. Because what you just showed me on that phone, man, you need to make sure that you stay familiar with the fundamentals. Oh, I'll definitely give it a watch.
You know where you're going yet? North Carolina. You're not gonna tell me? Not yet. A million views, high school All-American. Safe to say the world be watching you, Mr. President. Yep. Can you handle it? Think so. This is a big decision. What college am I gonna pick? Ach du Schande. Das dürfen wir jetzt ernsthaft auswählen? Sogar mit der Musik des College ist nicht im Ernst. Wie krass ist das denn? Also normalerweise hat man am Anfang immer so ein Wertungsspiel gemacht, um dann zu gucken, welche NBA-Teams denn in einem interessiert sind. Achso, man kann sich unter den... Ah, okay, was haben wir denn da? Kansas Jayhawks. Georgetown, Arizona, Louisville, Connecticut, Wake Forest Demon Deacons. Ich habe keine Ahnung von College Basketball, was ja in den Staaten ein Riesending ist. Michigan State, Georgia Tech, Oklahoma, Illinois. Boah, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen Illinois. Ja, mache ich. 24 seconds with Jason Richmond. The number one high school player in the country has chosen the Fighting Illini of Illinois. In a particularly clever video he recorded with an American flag draped behind him. In some homage to the president. Apparently. Who knows? Maybe this kid aspires to be the president of basketball. I don't know what kids these days think, but I do think this kid has potential. But it's overcoming the obstacles that make you great. He's off to a great start with his college choice, no doubt. But he has to focus on the game. Ja, okay, kein Problem. Alter Schwede, willkommen in Illinois. Im College fällt man an seinen Fähigkeiten, arbeitet sich einen Ruf und erfüllt seine Träume. Als neuer Freshman hast du die Chance, ein gutes Fundament für deine basketballerische Zukunft zu legen. Was du hier tust, das beeinflusst deine gesamte Karriere bis in die NBA hinauf. Viel Glück. Alles klar. Momentan, also die NBA wirklich jetzt, ist ja momentan noch in der Preseason. Die Regular Season, also die Saison, die geht am 27. Oktober los. Ich denke, ich muss mal gucken, ob ich mir den NBA League Pass, also wenn man das halt gucken möchte, kann man sich in Deutschland online diesen NBA League Pass, heißt das Ding, holen. Der kostet 220 Ocken. Das ist eine ganze Menge Geld. Man muss sich überlegen, ob man die Spiele, die denn um 2:30 und um 3:30 oder 4 Uhr nachts kommen, auch guckt. Beziehungsweise man kann auch Wiederholung. Aber man kriegt halt auch eine ganze Menge eigentlich, weil die spielen ja jeden zweiten Tag. Egal ob alles. Also auch an Weihnachten und so ein Kram. Aber mal gucken. Wird natürlich günstiger, wenn es gegen Ende, glaube ich, geht. Gucken, ob ich mir das wieder gebe. Ob ich dafür Zeit habe. So. Was machen wir denn jetzt hier? In diesem Märchen... was, wie, wo? Das verstehe ich noch nicht so ganz. 9.10. Das hier ist der Kalender? Aha. Ah, okay. Also hier ist das nochmal ein Menü. Alles klar. Fang einfach am 9.10. an. Das wäre... morgen. gefahren. Also ich finde den Start schon geiler als zum Beispiel bei FIFA. Naja, und wie gesagt, also wenn man halt ein bisschen vom Basketball, wenn man da ein bisschen Fan von ist, kann ich jedem das Spiel noch ans Herz legen. Man muss sich, wie gesagt, ein bisschen reinarbeiten. Es macht eine Menge Spaß. Auch ich habe zum Beispiel von den Trades dieses Jahr keine Ahnung, außer dass halt Kevin Durant you ready, boy? Bei Let's do it, Dings ist. Huh? Let's get it. Und Wade. Und Rose. Right. Yeah. That's what I like to see. Make sure you ready for that pass, all right? All day. All right. Day. President. What's up, coach? You hear that? Oh, yeah. You feeling that? Yep. I'm pumped. You ready to change this program overnight? Let's do it. These people are excited to meet the new kingdom here, buddy. All right. Now, these fans can be your best friend or your worst enemy, all right? Head coach would never tell you this, but when you get out there tonight, I want you to put on a show. Win this crowd over, let's okay? Do it. You know, my dad used to say, show them what you got, and I got something for them tonight. Did you hear that? They're playing your song, friend. Let's go. All right. Come on. Go get at it, boys. Woo! Aha.
muss mal gucken, ob ich die Steuerung noch drauf habe. Alter, ist das geil. Zeigen die jetzt echt die ganze Show? Ja, komm, mach mal weiter. All right, everybody. We just want to thank you all for coming out and supporting us. And we wear these colors with pride. And we don't take for granted the love we get from all of you. And this year, we're really confident. I mean, I'm back. And we have the president on our team. So again, thank you all for coming out and supporting us. And I believe that we'll be the team cutting down those nets in March. Thank you! Ja. Ach so, geht direkt los. Ja, easy. Ich bin ehrlich gesagt noch an die alte Steuerung gewöhnt, wo man mit Viereck wirft. Aber man wirft mit dem rechten Stick. Und je nachdem, wie man den drückt, beziehungsweise wo man den hält, ja, macht ihr mal, ich muss ein bisschen reden. Ich kann nicht zocken und reden gleichzeitig. Macht man halt andere Moves. Gut verteidigt. Gib mir den Ball. Okay, gib mir nicht den Ball. Man kann auch sein Gesicht einscannen, sogar über eine App. Das hat nur leider nicht wirklich gut bei mir funktioniert. Wie macht man denn nochmal Spielzüge? War das L1? Play Call in Alabaster, what? Okay. Jetzt kriegt man angezeigt, wo man hin muss. Es gibt aber auch tatsächlich Tutorial-Modi. Mein Spielzug. Das war der einzige Grund, warum der reingegangen ist. Also Basketball wird normalerweise ja gespielt 4x12 Minuten. Das ist natürlich alles abgekürzt. Auch diese ganz... Oh oh. Schlecht verteidigt. Verteidigen ist sauschwierig, finde ich. Oh, deswegen zum Beispiel. Oh, danke. Dankeschön. Gib mir nochmal den Ball. Ach, das ist die... LOL. Alles klar. Wir waren Dreier. Das ist die Wurfanzeige. Okay. Ich habe schon wieder mit Viereck geworfen. Das will ich doch gar nicht mehr. Das muss ich mir abgewöhnen. Kameraperspektive kann man natürlich einstellen, aber ich finde die echt am besten. Nein, bleib hier. Schön hier bleiben. Nein, nein, nein. Das ist halt echt ein Riesenproblem, wenn die Spieler anfangen, einem wegzulaufen. Das Decken ist schwierig. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussieht. Wir rennen damit. Mit der Bewertung. Normalerweise, wenn man seinen eigenen Spieler spielt, hat man oben rechts eigentlich eine Wertungsanzeige. Also ob man gerade Mist baut oder nicht. Und das fehlt gerade irgendwie. Ich weiß nicht ganz warum. Nein, nicht werfen. Alles cool. Alles cool. Take me to the hoop.
Alter, mein Team geht voll ab. Das ist gute Defense. Ja, auch wo man steht und irgendwie generell, was man macht. Es macht halt Spaß. also wenn man nicht jetzt zum Beispiel fragt, wofür ist denn der Shooting Guard? Okay, der spielt auch etwas weiter hinten. Power Forward und Blauen hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. So grob schon, aber... Oh, oh. Oh, Ball abnehmen, genau. War L.A. Hoop immer... Jawohl! Dass der Pass durchgekommen ist, ein bisschen Glück gehabt. Man kann die Spieler auch anwählen. Ich glaube, das war mit R1. Versuchen wir mal... Ah, jetzt gibt er den Ball natürlich ab. Mit Viereck kann man versuchen, den Ball zu klauen. Das sieht dann so aus. Oh, wow. Das waren die ersten Punkte. Durch Blödsinn. Also mit dem rechten Stick macht man auch hier so einen Kram, tricksen. Oh, das ist ganz gefährlich. Wenn man das in die falsche Richtung macht, verliert man den Ball. So, Blockstellen. Wie geht das denn? Ah ja. So, er stellt mir jetzt einen Block. Ich habe Platz. Normalerweise läuft der Kollege sich dann frei und macht den rein. Aber so geht's auch. Also es gibt halt unfassbar viele Züge und Moves und hast du nicht gesehen. Aber selbst mit den Basics macht das Spaß, das zu spielen. Ich versuche dem jetzt mal den Ball abzunehmen. Früher hat man sehr leicht einen Foul dafür gekriegt. Ich hoffe, das haben sie ein bisschen abgeschwächt. Weil da konnte man dem Gegner den Ball so gut wie gar nicht abnehmen. Da! Ja, guck mal, siehst du, das funktioniert doch. Nee, nee, du wirfst keinen Dreier. Wirft er doch. Können wir laufen. Was haben wir denn noch? Ja, die Uhren dürfte klar sein, ne? Also die Uhr unten rechts, 23 Sekunden habe ich noch Zeit, den Angriff abzuschließen. Da muss der Ball zumindest mal den Ring berührt haben. Ansonsten... Jawohl. 30 Sekunden hat man dafür mal Zeit. Das ist halt das Geile am Basketball. Also die ganzen Buzzer-Beater ganz am Ende. Ich hatte ja eben schon gesagt, also normalerweise geht ein Spiel 4x12 Minuten. Bams! Ich kann danken! Nice! aber so ein Basketballspiel gerade am Ende des letzten Quarters zieht sich das halt extrem krass, weil halt alle Auszeiten genommen werden und so weiter, je nachdem wie es steht. Und noch ein Stil. Gib mir! Ich dachte, du wirfst jetzt den Dreier. Ich wollte einen Assist haben. Das war zu kompliziert gespielt. Da, der hatte gerade eine 3, der Alabaster, weil das ein Dreierschütze ist. Macht irgendwie Sinn, oder? Ja. Normalerweise geht man nicht zum Offensiv-Rebound, glaube ich, als Point Guard. Ich probiere das trotzdem manchmal. Aber es sieht geil, immer noch geil aus. Da hat sich nichts geändert, irgendwie verschlechtert oder so. Spielgefühl ist relativ gleich zu 2K16. Wie gesagt, von den ganzen Moves und so weiter. Muss ich mal gucken, ob sich da was geändert hat. Man spielt jetzt erstmal das College. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so. Und dann, je nachdem wie gut man ist, wird man halt für die NBA gedraftet. Und ein Block. Nicht bei mir. So, die haben ihren Angriff nicht abgeschlossen, also Ball für uns. Bis zur Mittellinie muss man, glaube ich, in 8 Sekunden rüber sein. Was kann man denn hier alles für einen Quatsch machen? Ach stimmt, man kann doch noch... Oh, schade. Man kann ja auch noch in den Post gehen und all so ein Kram. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. War das mit Dreieck? Na, guck mal. So, was passiert denn jetzt? Spielen wir nur ein Viertel oder spielen wir alle Viertel? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Warum sind die Gegner so läppsch? Warum genau freuen sich die Orange? Listen, it's like that most games, especially during conference and postseason play. Yo, man, I'm so juiced. I cannot wait for the first game. There's only one way to pass the time. You thinking what I'm thinking? I'm thinking. Game.
Gang, you ready to get dusted off? You ready to get dusted off? I'm gonna dust you off. Hey. Yeah, Mom, you know, we don't have a lot of free time, you know what I mean? No, I hope you at least have time to eat. You're skinny enough as it is. Ja, auf jeden Fall. Get it from. Your daddy was as big as a house. Yeah, I know, but the feeding is pretty good here. We have these meal plans, too, that are pretty good. But, I don't know, I just guess my metabolism is a little faster than his. Well, that's good. How's the team looking? Are you starting? Well, Coach hasn't exactly told us yet. Well, who else is going to start ahead of you? They lost three players last year, and the guys they have returning aren't as good as you. I know that. The one boy can't even shoot. Do you need me to talk to the coach? Mom, yeah, Mom, why don't you give the coach a call? I think he'd really appreciate it. See? You're playing around. But, son, good luck. You know your dad would be happy just to see you in uniform. Yeah, I know he would. But not me. I need to see you scoring 30 points with 25 rebounds a game. I need more trophies on my shelf. All right. I'll see what I can do. I'll talk to you later, baby. I love you. Love you too, Mom. Bye. Mom's gives me no love. Oh, man. She wasn't even talking about you. Uh-huh. How's she doing anyway, Prez? Prez. Never gonna live that down, huh? Man, you gotta live up to it. I think that's the point. I mean, how else are you gonna lead us to a title? Me? Nah, I'm a freshman. So? Hey, look, I'm trying to win a title before I graduate. So, I'm passing you the ball every possession. Just no look down. So you aber ich muss doch passen. Wait. You're not gonna shoot? If you pass out of a double team, I'll shoot. Just consider me Steve Kerr, you 96 MJ. 96 MJ, all right. I'll see what I can do. Buckets! Come on, pay up. Look, man, it was all that talk about MJ. You distracted me. I know. I was on the phone with my mom, man. Thank you for that doesn't count. No, I know. It doesn't? You're going to blame your mom now? Run it back. You're a sore loser. Run it back. Best 2 out of 3. Who puts it on their mom? I was on the phone. You weren't on the phone? Okay. All right. We'll go again. Yeah, I done won 3 straight already. Okay, keep talking. Aha, also. Man kriegt Münzen, ja, wichtig. Die konnte man letztes Jahr für diese Packages benutzen. Es gibt auch sowas wie Ultimate Team. Da kann man Packages mitholen. Aber wichtiger eigentlich, den Player kann man damit verbessern. Mit den Münzen. Fleißig muss aber noch seine Schwächen gezielt abstellen. Aha, ah, das ist eine Bewertung von mir. Konnte heute sehen, dass Pris körperlich talentiert ist, aber deutlich kräftiger wäre. Im Moment ist er schwer zu sagen. Okay. Draft-Chancen. Mitte erste Runde. Oh. Also wurde ich doch bewertet. Ihr Snitches. Das hätte man mir ja mal sagen können. Okay, jetzt werde ich doch weiter bewertet. Mal gucken. So, guck mal, jetzt spielen wir zumindest... jetzt spielen wir mal gegen ein anderes Team. Arizona. Das ist mega geil. Oh, die hat die eine... Was war das? Trompete in der Nase gehabt. Nice. Gewonnen. So, jetzt können wir mal gucken. Wie gehen wir denn in den Post? Lol, so nicht. Man geht nicht mit Dreieck in den Post. Oh nein, direkt Fehlpass gemacht. Ah, da ist auch die Bewertung jetzt. Das ist mein Bewertungsspiel. So, direkt mal geblockt. Und er musste dann das Foul ziehen. Okay. Also es gibt keine einfachen Körbe. Normalerweise. Deswegen wurde da absichtlich gefoult. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh nein, hab ich direkt Blödsinn gemacht. Ja, hier, stimmt. Man kann linken und rechten Trigger spammen. Dann fängt es so an zu krisseln, aber das bringt beim PC eigentlich nichts. Komm schon. Wirf daneben! Du kannst nix! Tschüss! Oh. Ja, Kommentatoren fand ich immer gut. Die sind natürlich nicht perfekt, aber immer noch irgendwie besser als FIFA.
Oh, Blockstellen war jetzt nicht so geil. Ich weiß gar nicht, der hat gar nicht gesagt, dass Doris Burke dabei ist. Wo ist denn Doris? Die habe ich auch in dem einen Spiel, was ich gemacht habe, nicht gesehen. Ist Doris Burke raus? Richtig schade. Nee, nee, Freundchen, nee, nee. Nee, nee, brauchst du gar nicht versuchen. Na, hier. Ein Ball. Okay, nicht mein Ball. Alter. Ja, ich wusste, dass er daneben wird. So, komm, jetzt machen wir ein bisschen schneller. LOL! Und werfen. Und drin. Der war zu weit weg. Ich wollte dem eigentlich einen Block stellen. Vielleicht war es nicht so clever. Schön eng verteidigen. Ich mag's eng. Weil bei so einem, ich weiß gar nicht, der ist relativ agil. Ich weiß nicht, ob das da so Sinn macht, also die ganze Zeit so zu verteidigen. Six on the shot clock. Here's Mitchell. Lands soft on the front of the rim and drops. Jungs, wir müssen mal was an der Offensive tun. Versuchen wir mal Pick and Roll. Aber Pick und zack. Nice! Das funktioniert, das ist schon mal gut zu wissen. He's covered closely. Ja, er mag es doch closely. Da kommt der Pick. Och nö. Ja, Nico. Was? Wenn ich so ein Ding werfen würde, wird er niemals reingehen. Nee, das war zu spät. Jetzt zisch doch mal ab, Junge. Jawohl. Zum Wurf geblockt. Geht auch. Ja, und wie ihr seht, oben rechts, alles was man tut, wird da in diese Statistik mit reingetan. Es war... Ja, okay, ich nehm's ihm weg. Okay, mach ich nicht. Jawohl. Nice. LOL, nein, ich wollte... Werfen. Ich wollte werfen. Ich wollte nicht tricksen, ich wollte werfen. Das ist das Problem mit dem rechten Stick, dass ich mich da noch nicht dran gewöhnt habe. Schon. Ja, also wie gesagt, ich habe von den Trades noch nicht viel mitbekommen. Kevin Durant ist halt zu den Golden State Warriors gegangen. Die werden, denke ich mal, hart rasieren. Die sind in den letzten Jahren ja sowieso so krass im Kommen. Eieiei. Playoffs habe ich letztes Jahr geguckt. Mein Rebound, jawohl. Pass zum Foul, jawohl. Derrick Rose von den Bulls ist zu, ich glaube, der ist zu New York gegangen, oder? Und dafür gekommen ist Dwayne Wade. Bin mal gespannt, was, ich spreche den mal falsch aus, Rajon, oder Rajon? Rajon Rondo, mein Gott. Er hat lange für die Celtics gespielt, der ist jetzt auch bei den Bulls. Ich bin mal gespannt, was nächste Saison so geht. Letzte Saison war ja eher so... Naja, mal wieder. Aber Vorteil, Rose ist weg, ja? Jetzt kann er sich zumindest nicht verletzen. Ich bin übrigens auf der Bank, warum drücke ich nicht weiter? So, was haben wir denn jetzt? Was ist denn so mit Halbzeitanalysen und... Okay, das finde ich schon mal ganz nice. Ah, da mein Block. Mein Block, Junge. Ist der einzige im Spiel gewesen. Okay. Kein Stil von uns. Ja, mehr Assists muss ich versorgen. Ansonsten sieht er doch eigentlich ganz anständig aus. And we welcome you back to college basketball here on 2K Sports as we get ready to get going for the second half of play. Ja, komm mal hin. And you know, this one has been a tight game all the way. Some runs made from both sides, but neither team. Gib mir den Ball. Hold a big lead for any lengthy period of time.
And I think we'll see things come to a head here in the second half. Tatsächlich ist es am Anfang echt schwierig, so ein bisschen rauszufinden, wo man stehen muss, gerade für die Verteidigung. Ob zu nah dran, zu weit weg, und es ist echt nicht so einfach, weil der Charakter ein bisschen schwerfällig reagiert. Wie das denn nochmal? Oh! Nein, das wollte ich nicht. Sollte am Anfang. Tipp in, geht nicht! Doch. Oh! Ich dachte schon, der geht auch noch rein. So, jetzt gibt es halt zwei Freiwürfe. Wäre der reingegangen, hätte er nur einen gegeben, aber die Möglichkeit für drei Punkte. Niemals! Yes! Naja. Der und der, die sind alle besser als du. Also die haben sogar den Wischer hier unten eingebaut, ja, der dafür zuständig ist, den Schweiß wegzuwischen. Mal wieder. Also der ist immer drin. Ich mag das Spiel einfach total gerne. Und ich weiß auch schon, dass ich das weiter üben werde und das noch das ein oder andere Mal abends bis zum Verrecken zucken werde. Und wir spielen mal einfach. Lass mich da raus. Das war dumm. Oh, die Wurfanzeige habe ich gar nicht drin. Stimmt. Fällt mir gerade auf. Man kann noch Anzeigen lassen, wie gut der Wurf gerade war. Also, der war eigentlich nicht so gut. Nee. Nein. Nice. Nein. Oh, ich wollte nur einen Pass fordern, nicht selber passen. Ich wollte nicht selber passen. Steht denn 17-18. Warum ist denn das immer so knapp? Ja, wobei bei Mitchell kann man das ja machen. Der kann ja offensichtlich nicht so gut werfen. Jawohl, nice. Ist tatsächlich eine Taktik, Spieler, die nicht gut, Freiwürfe nicht so gut können, zu foulen. Also hier, Shaq Attack, genau, Shaquille O'Neal ist ja des Öfteren gefoult worden, weil der nicht so gut von der Freiwurflinie aus war. Da kann man sich natürlich fragen, das geht natürlich nicht ewig. Irgendwann ist jeder Spieler auch mal raus. Das Spiel hat noch ein paar Spielzüge. Smart Play. Was sagt mir das denn? Das sagt mir, ich hätte warten sollen. Das war dumm. Na, das meine ich halt. Wenn man im falschen Moment Ball abnehmen drückt, and Roberts kicks to Mitchell. Ist man halt am Sack. Hey Junge, jetzt könnt ihr jetzt mal den Ball kriegen? Oh, drei Punkte spielen. Ich spiele noch nicht aggressiv genug. Fuck. And Arizona also making a switch. Ewing's checked in for Mitchell. And one reason why Prez jumped to the top of the prospect. Pass fordern ignoriert. Ja, warum denn? Coach Washington Falls gave him a heavy sound from the middle. Ich kann doch nicht immer nur Blocks stellen. Prez to have a strong base with how he plays. And not only did Coach Falls help him with his foundation as a player, but he also provided tremendous insight and advice into the world of basketball and the world that's around us in basketball. So I think Prez owes an awful lot to Coach Falls for the player he's become. Komm schnell. Prez kicks to Porter. Das ist natürlich irgendwie so auswendig noch nicht so ganz, wer auf welcher Position spielt. Some nice ball movement here by the Fighting Illini. Oh, den hättest du machen können. Oh, gibt eine Wiederholung. Ja. Defensively, they played with a lot of energy, and the steals we've seen are a result of that. Komm jetzt, wirf mal.
Something that's also benefited them tonight are the turnovers they forced and the points that have come along with those forced turnovers. Stimmt, Freiwürfe haben, muss ich auch noch mal ausprobieren, wie das funktioniert. Johnson, he's checked in for Irvin. Campbell comes in for Barton. And Fresh subbed in for Porter. And Harper drops some bolts. Fällt mir ein, ich kann für den Rest des Spiels, ich weiß nicht, ob ich das... Ich mag den Kommentar, aber wahrscheinlich, wenn ich gleichzeitig rede, ist es jetzt nicht so pralle. Hier kann man übrigens umstellen. TV-Übertragung machen wir mal auf dem Feld. Dann ist der Kommentator aus. Ja, machen wir den mal ein bisschen an. Ja, lass den mal aus. Machen wir mal auf dem Feld. Wo war das jetzt? Da. Zack. Jetzt habe ich absichtlich gefoult. Ernsthaft? Warum? Nein. Two shots. Ich wollte doch gar nicht faulen. Absichtliches Faulen war doch zweimal Dreieck, oder? Man konnte doch mit dem rechten Stick auch seine Bewegung. Spiel mir ab! Passt vor, dann ignoriert! Ja, jetzt gibt ihr mir den Ball, weißt du, wo ich nicht mehr frei bin. Glück gehabt. Das war echt pures Glück. Hab doch freigestanden. Nee, nee, schön hier bleiben. Warum brüllt denn da die ganze Zeit? Die hören sich an wie Kinder. Da war die Mitte offen. 2, 1 und Rebound. Ha! Rennen. Ah, so konnte man die Einzel anwählen. Ja, mit R1. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Also. Echt. Auszeit. Naja, wir haben den zu viel gepunktet. Ja. Jetzt geht los mit den Auszeiten. Das kann man nicht wegdrücken gerade. Ah, okay. Nee. Och, komm. Roberts. Willst hier keine Schuldzuweisung machen? Aber das war deiner. Ja, ich stelle nochmal einen Block. Aber schön. Sehr gut. Läuft doch langsam. Na komm, bleib hier. Komm. Oh, oh. Nach links und rechts drücken ist nicht so eine gute Idee. Der Wischtyp ist nice. Ja, hier, noch ein bisschen frei. Gib mir nochmal den Ball wieder. Okay, oder machen rein. Auch gut. Bin eher so der Teamspieler. Oh, da war der Ball frei. Ah, schade. Auch kein Rückspiel. Schade. Also wenn man einmal über die Mittellinie drüber ist, ja, darf man halt nicht wieder zurück. Das haben die irgendwann mal alles eingeführt, weil Basketball früher ein bisschen... Oh, ich werd gefoult! Nice. Weil Basketball ganz früher ein bisschen anders war. Da haben die halt taktisch gespielt. Und, naja, da war das so 10 Minuten Ball halten angesagt. Was soll denn das? Wir sind doch erst im zweiten Viertel. Normalerweise macht er das erst kurz vor Schluss. Oh, war ja Freiwürfe. Na, gucken wir mal, wo der Wurfpunkt ist. Na, Ruhe im Stadion. Danke. Etwa? Ja, nice. Freiwürfe müssen sitzen.
Ausgezeichnet! Bams. Ich würde mich gerne weiter faulen. Kein Problem. Ja, und dann musste man halt so Regeln einführen, dass Basketball halt schneller wird. Denn irgendwie, keine Ahnung, was ist heutzutage der Punktedurchschnitt? Was weiß ich? 80 zu 75. Und früher sind die dann eher mal so 30 zu 20 ausgegangen. Was weiß ich. Also, ne, musste halt was gemacht werden. Finde ich aber auch gut. Na, warte mal. Irgendwer hat doch bestimmt wieder das Ding an der Nase. Ja, leider nicht. Oder? Zumindest kein gesehen. Komm, Coach, lass mich raus. Kann ich eigentlich nachgucken, wie meine... Nee. Kann ich nachgucken, wie meine aktuelle Wertung ist? Also, hier von wegen, oh, Verteidigung ganz okay. Oh, ich dachte, das muss bei den Würfen... Ah, ich werde direkt wieder gefallen. Nice! Gib mir Punkte, Baby. Kann ich gut brauchen. Ich habe noch nicht mal 10. Der war nicht so geil. Mr. President ist der Nickname. Okay, früher konnte man den noch auswählen. Ach komm! Ich hätte faulen sollen. Wobei, dann kriege ich wieder negative Punkte. Hier, gib mir den Ball. Jawohl. Nein! Das ist das, was ich noch weiß. Zweimal Dreieck drücken ist zum LAU passen. Jawohl! Faul mich, jawohl. Man sieht auch immer noch den Schweiß auf den Spielern. Das ist halt, wenn man mal Wiederholung drückt. Moment, ich bin gerade so. Machen wir zurück. Oh, die kann da unten aber schnell. Ja, okay. Also, wenn man sich die Spieler mal anguckt, das sieht halt echt geil aus. Da kann man sogar teilweise die Poren sogar, glaube ich, sehen. Ja, schon gut gemacht. Gefällt mir wieder. Aber den Namen Mr. President finde ich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. So leicht. Jawohl. Oh Gott. Will zumindest über 75% haben, komm. Jawohl. Leute, ich habe 85 Freiwurf. Das ist voll viel. Die nächste Auszeit. Oh, Jungs. Oder habe ich irgendwie übersehen, dass beim College Basketball nur 2 Quarter gespielt werden? Also, zumindest der Gegner spielt gerade so, als würde es um alles gehen. Ah, 6 Punkte schafft ihr eh nicht mehr. Brauchst du gar nicht versuchen. Also, möglich ist es nicht, aber da ist der Dreier. Rebounds, 2 Assists, 1 Block. Naja. Da geht noch mehr. Aber ich muss ja auch noch lernen. Genauso wie mein Spieler. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist das Spiel zu Ende? Aha. Mein Spiel hat wirklich nur 2 Quarter. Also, die kurzen Quarter. Naja. Aber ich find's echt geil. Spielt sehr effizient, die Scouts werden aber wollen, dass er eine Identität für sein Spiel entwickelt. Ah, da ist die Rückmeldung. Spiel in der NBA vernetzt, vorher muss man werfen können und ich fürchte, Press muss an seinem Wurf arbeiten. Erstes Mal, was wir richtig gesehen haben, er hat mich nicht umgehauen. Er muss seine Vielseitigkeit und Intelligenz effektiver einsetzen. Ah ja, Tom. Draftchancen, ach, die steigen und sinken dann, oder was? Ist jetzt nicht so gut. Aber scheinbar hat man mehrere Spiele, wo man das noch verbessern kann. Das gefällt mir ziemlich gut, denn in den vergangenen Spielen war es oftmals nur ein Spiel, was man hatte. Und das war zu wenig, um vernünftig gepickt zu werden. Das gucken wir uns noch an und da müssen wir leider auch mal Schluss machen. Also, das war mal so ein erster Eindruck von My Career Mode. Der gefällt mir wieder sehr gut. Werde das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen zocken. Und ja, wie gesagt, wenn euch NBA ein bisschen liegt, guckt euch das Spiel an.
Guck mal nach einer Demo. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch. Tschüss.